Update-Politik heute mit den Strafzöllen. Sie gelten ab heute für den, ja, 1. Juni. Außerdem kriegt Italien endlich eine neue Regierung und es geht um den BAMF-Skandal bzw. die BAMF-Affäre. Und damit herzlich willkommen zu Update Politik am heutigen Freitag, dem 1. Juni 2018. Ein ganz herzliches Willkommen. Ja, der Sommer ist da, der Juni ist schon da und wir haben für euch wieder mal an diesem heutigen Freitag die frischesten Themen dieser Woche. Was heißt frische Themen? Es sind die Themen der Woche aus dem Bereich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und wir starten mit der Politik eher mit einem recht frischen Thema, was ungefähr ja fast 24 Stunden alt ist, aber auch so erstmal 12 Stunden alt sein könnte. Egal. Kommen wir dazu, und zwar nämlich schauen wir nach Italien. Dort wurde im März ein neues Parlament gewählt und seitdem ringen die Parteien um mögliche Koalitionen. Die einzigste mögliche Koalition, die in Frage kommen würde, nämlich rechts und links. Bedeutet die rechte Lega mit der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Und die wird auch definitiv nun endlich kommen. Präsident Sergio Mattarella hat nämlich eine entsprechende Kabinettsliste gestern nämlich vom designierten Ministerpräsidenten, dem Juristen Giuseppe Conte, nun entsprechend durchgehen lassen. Anfang dieser Woche hat Conte schon mal eine Liste durchgesetzt. Da stand aber dann auch ein negatives Beispiel dafür, was Mattarella nicht haben wollte, und zwar nämlich der Eurokritiker Pablo Savona. Er sollte nämlich Finanzminister werden. Savona, einer der härtesten Kritiker in der Lega, wollte nämlich, ja, ist sowieso gegen den Euro. Nun die Wendung, er wird nicht Finanzminister, er wird Europaminister. Ob das nun an dieser Stelle eine Degradierung ist oder sogar eine Beförderung, um halt auch ein bisschen in Brüssel die Faust auf den Tisch zu hauen, das wird man noch entsprechend sehen. Trotzdem, es sind nun alle Voraussetzungen für eine politische Regierung aus Fünf Sterne und aus Lega erfüllt. Haben beide Parteichefs nun auch am Abend entsprechend in einer Mitteilung auch bekannt gegeben. Die jeweiligen Chefs, nämlich Lega-Chef Salvini, wird dann Innenminister. Somit wird es dann für die Migranten in Italien deutlich schwer. Eine härtere Migrationsstrategie soll da natürlich beihelfen. Der Fünf-Sterne-Chef Di Maio soll Industrieminister werden. Das Außenministerium dürfte demnach Enzo Moavero Milanesi führen. Beide Chefs ihrer jeweiligen Parteien werden auch Vize von Conte, bedeutet zwei Stellvertreter entsprechend für das Ganze. Nachdem der erste Versuch mit Fünf Sterne und Lega gescheitert war, wollte Mattarella eine technokratische Regierung, sprich bedeutet aus unabhängigen Parteilosen entstehen lassen, die nämlich vom ehemaligen IWF-Vertreter Carlo Cottarelli übernehmen werden sollte. Schon heute soll das neue Parlament, das soll das neue gewählte Parlament, was schon ja vor fast 2 Monaten ja gewählt hat, oder beziehungsweise jetzt schon 3 Monate, so viel muss man dazu sagen, soll nun entsprechend auch ja, die neue Regierung nun hinwählen, beziehungsweise auch durchwählen. Und in beiden Kammern, im Senat und im Parlament, hat man die absolute Mehrheit zusammen. Und die Fünf-Sterne-Bewegung hat bei den Parlamentswahlen in Italien auch die meisten Stimmen geholt, was auch entsprechend eine sehr gute Ausgangslage für die war. Die bisherigen Sozialisten, die regiert haben, haben deutliche Einbußen gemacht und das Bündnis zwischen der Forza Italia, nämlich dem vom Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und der Lega, hatte zu wenig, ja, sagen wir mal, Sitze und Stimmen im Parlament. Kommen wir dann zum Thema der Woche hier bei Update Politik und es geht um die Strafzölle. Die gelten seit heute auch für uns. Ja, die US-Regierung hat sich nicht laufen lassen gegenüber der EU. Die Strafzölle kommen und sie gelten nicht nur für uns Europäer, sondern auch
so kann man das sagen, nämlich auch für Kanada und Mexiko. Trotzdem, nach dieser Entscheidung rechnet auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier eher damit, dass diese Strafzölle, die nun auf 25% auf Stahl und 10% auf Aluminium eher der USA mehr schaden als den anderen Ländern. Das sagte er in den Tagesthemen am Donnerstagabend. Und er sagte so gesehen, Zitat, die schädlichen Auswirkungen würden in den USA früher und deutlicher spürbar sein als in Europa. Die Entscheidung sei auch nicht in Übereinstimmung mit den Regeln der WTO, nämlich gefallen, mit der Welthandelsorganisation. Es sei aber die Solidarität innerhalb der EU verstärkt worden, da die Länder nun gemeinsame Maßnahmen diskutieren wollen. So stehen Maßnahmen unter anderem auf dem Programm, dass zum Beispiel Strafzölle auf Motorräder der Marke Harley-Davidson und auch von Whisky die Rede ist. So viel dazu. Trotzdem, bei der WTO sei nun ein Verfahren eingeleitet worden, das Gegenmaßnahmen nun möglich mache, und man rechne damit, dass die in den kommenden Tagen dann bekannt werden und auch in Kraft treten können. Mal sehen, welche das sein werden. Auch vielleicht, definitiv steht fest, auch die angekündigten. Weiterhin kommen auch Drohungen aus Washington, dass auch Autos, vorwiegend deutsche Autos, nämlich mit Strafzöllen belangt werden können. So hat ja Donald Trump einmal, der US-Präsident, ja irgendwann mal gesagt, ich möchte auf den amerikanischen Straßen kaum noch einen Mercedes sehen wollen. Naja, seinen Geschmack zu deutschen Autos muss man auch nicht so sagen, aber er hat ja geradewegs gegen den großen Überschuss, was die Importe und Exporte halt auch angeht, von Deutschland und von China sehr zu beklagen. Darunter soll ja die nationale Sicherheit beklagen und deswegen diese Strafzölle, was unter anderem auch die Bundesregierung nicht verstehen sollte. Auch aus Frankreich kommt entsprechende Kritik. Emmanuel Macron, eigentlich so gesehen auch der beste Freund von US-Präsident Donald Trump, so wie Trump Macron quasi, man könnte schon so sagen, so angefasst hat, klingt ein bisschen übertrieben, hat nun auch angekündigt, dass die EU entschlossen und angemessen reagieren werden. Und trotzdem hat er sich auch bislang für eine gute Beziehung mit Trump eingesetzt und rief dann den Präsidenten in einem Telefonat auf, an den Verhandlungen mit der EU, China sowie auch Japan zur Stärkung der Regeln der Welthandelsorganisation teilzunehmen. Er reagierte, wie Trump reagiert hat, ist nicht bekannt. Also da kann, was weiß ich, was noch passiert sein. Vielleicht hat er gesagt, ja, Emmanuel, ich mache das schon, oder ganz anders. So könnte man das sehen, so, sowieso. Außerdem hat Macron diese Strafzölle der USA als illegal bezeichnet. Sie seien ein Fehler. Sie seien ein großer Fehler, sagte der Präsident, wie das Élysée-Palast mitteilte. Und er sagte auch, wirtschaftlicher Nationalismus bestrafe alle, auch die USA. Doch wie reagieren die direkten Nachbarn, wie zum Beispiel Kanada? Kanada hat auch schon Gegenmaßnahmen in Form von Vergeltungszöllen angedroht. Auf Güter wie Stahl und Aluminium würden dann zum 1. Juli, also in 4 Wochen, rund 25% Strafzölle erhoben. Auf andere Güter wie zum Beispiel Ahornsirup oder Kaffee gibt es 10%, so der Premierminister Justin Trudeau. Und die Strafzölle bezeichnet er auch als komplett inakzeptabel. Wie Mexiko reagiert, was ja sowieso Trumps Lieblingsangriffsland ist, geradewegs wegen der Mauer, die ja die Mexikaner zahlen wollen, da ist nichts bekannt. Was glaubt ihr? Wird Trump da vielleicht doch noch irgendwie einknicken und sich dann doch noch sagen, naja, irgendwie sind die Strafzölle dann doch übertrieben, oder wird er doch hart bleiben und das Ganze auch nochmal durchziehen? Das Ganze würde ich mal gerne von euch wissen. Schreibt es ruhig gerne in die Kommentare. Ich würde eure Meinung dazu gern wissen. Wir kommen aber jetzt gleich wieder nach Deutschland, und da geht es nämlich um den BAMF, um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Affäre um die Außenstelle in Bremen ist größer geworden. Aus dem Skandal ist ja eine Affäre geworden, und in dieser Woche hat der Innenausschuss getagt. Es wurden befragt Bundesinnenminister Horst Seehofer und BAMF-Chefin Jutta Kort. Die beiden wurden befragt. Wir fassen das kurz zusammen. Jetzt aber erstmal gibt es eine andere Zusammenfassung, die nennt sich News der Woche, und die kommt von Cedric. Ein ranghoher Parteifunktionär aus Nordkorea ist vergangenen Mittwoch in den USA eingetroffen. Es handelt sich dabei um den ehemaligen Geheimdienstchef Kim Yong-joy. Er landete am Mittwoch in New York, wie eine Reporterin der DPA berichtete. Dort soll er sich mit US-Außenminister Mike Pompeo treffen. Kim Yong-joy ist der ranghöchste Vertreter Nordkoreas seit dem Jahr 2000, der amerikanischen Boden betreten hat. Seine Reise wurde als Beleg gewertet, dass beide Seiten noch an dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un interessiert sind.
10 Monate nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern hat das Management von Opel und der Betriebsrat sich auf ein Sanierungskonzept für die deutschen Standorte geeinigt. In dem Papier wird die Zahl der über freiwillig Programme ausscheidenden Mitarbeiter auf 3.700 begrenzt. Die übrigen 15.000 Mitarbeiter sollen einen Kündigungsschutz bis Sommer 2023 bekommen. Im Gegenzug soll das Tarifgeld ausgesetzt werden, wie die IG Metall mitgeteilt hatte. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai weiter gesunken. Im Vergleich zum April 2018 ist die Zahl um 38.000 auf 2,315 Millionen Arbeitslose gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl um 182.000 zurück. Das hat die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch bekannt gegeben. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2% auf 5,1% gesunken. Auch stationsbedingt sank die Zahl der Arbeitssuchenden. Es bleibt ein Geheimnis, was mit dem Flug MH370 passiert ist. Die vorläufig letzte Suche des vermissten Fliegers ist ohne Erfolg zu Ende gegangen. Dies hat der Chef der US-Firma Ocean Infinity mitgeteilt. Wir beenden unsere laufende Suche mit schweren Herzen, ohne dass wir unser Ziel erreicht haben, hieß es. Das Ergebnis sei extrem enttäuschend. Die Passagiermaschine mit 239 Menschen an Bord war im März 2014 plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Von dem Rumpf der Maschine und den Insassen fehlt bis heute jede Spur. Das waren die News der Woche und jetzt zurück zu Wadi. Vielen Dank, Cedric, für die News der Woche. Ja, der Fall MH370, der uns ja auch seit einigen Jahren begleitet, ist vorerst abgeschlossen. Wir wissen selbst nicht, was mit der Maschine passiert ist. Trotzdem auch sehr tragisch, was mit dieser Passagiermaschine passiert ist. Ja, mehr News, wie immer, auf unserer Homepage, stercho-tv.de. In dieser Woche hat eine Sondersitzung des Innenausschusses zur BAMF-Affäre, des Innenausschusses des Bundestages zur BAMF-Affäre, getagt und in der wurde nämlich BAMF-Präsidentin Jutta Kort und auch Bundesinnenminister Horst Seehofer befragt. Der Bundesinnenminister und CSU-Chef bedauerte natürlich die Fehler des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und bedauerte auch, dass das Vertrauen auch entsprechend gestört sei. Für die Fehler, die passiert seien, entschuldigte er sich im Namen der kompletten Bundesregierung. Er wolle auch alles dafür tun und so, dass es das Versprechen auch gewesen oder das ist auch das Versprechen, das Seehofer halten möchte, dass es besser oder dass man die Mängel im System abstellen wolle. Er stehe auch für volle Transparenz, betonte er, und die Kommunikation zwischen dem Bundesinnenministerium und dem BAMF sei generell nicht gut gewesen. Er wolle die Art und Weise, wie die Asylverfahren in Deutschland ablaufen, reformieren, aber das auch alles ohne Hektik. Außerdem forderte er mehr Stellen, also mehr Haushaltsmittel für das BAMF und das seit dem Bekanntwerden auch von Unregelmäßigkeiten in der Außenstelle in Bremen auch heftigst kritisiert wurde. Man muss auch so sehen, seit der Flüchtlingskrise 2015 ist ja einiges passiert und einige Asylanträge sind ja auch, und das muss man auch so sagen, nicht nur seit 2015, sondern seit dem Jahr 2000, nämlich einfach entsprechend, beziehungsweise seit 2005 oder seit 2013, so viel muss ich dazu sagen, da muss ich mich korrigieren, ist nämlich auch entsprechend ohne richtige Maßnahmen auch durchgegangen und alleine 70 Mitarbeiter sollen jetzt, und das hat Jutta Kort, die Chefin, auch gesagt, sollen jetzt überprüfen, dass alle seitdem im Jahr 2000 in Bremen entschiedenen Verfahren nochmal geprüft werden. Das soll es jetzt nämlich auch nochmal sein. Mehr Personal soll auch generell möglich sein. Kort, die auch im Innenausschuss ausgesagt hatte, sagte, dass die derzeit laufenden Prüfungen im Bundes voraussichtlich dazu führen, dass die Rückstände wieder anwachsen werden und das soll nun auch vermieden werden. Selbst sagte sie auch dazu, dass bei ihr unter ihrer Amtszeit nichts vertuscht wurde. Trotzdem, es geht halt auch um einen anderen Mann, denn der soll auch eingeladen werden, nämlich die beiden ehemaligen BAMF-Chefs, unter anderem Frank-Jürgen Weise, der ehemalige Chef, der nicht nur Chef war, sondern auch der Bundesagentur für Arbeit, und Manfred Schmidt. Er war nämlich lange Präsident des Bundesamtes. Weise übernahm die Behörde im Zuge der großen Flüchtlingskrise 2015. Kort ist seit 2017 dafür verantwortlich. De Maizière selbst soll auch gefragt werden, nämlich der Vorgänger von Horst Seehofer, der Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU, sollen auch eingeladen werden. Das wollen die Grünen unter anderem im Innenausschuss. Ein Untersuchungsausschuss zur BAMF-Affäre, da kommt man nicht so genau gerade entgegen. Geradewegs FDP und AfD wollen das, doch da gibt es anscheinend auch wieder mal ein paar andere Gründe, warum man das Ganze
nicht hinbekommen will. Grüne zeigen sich ebenso wie die SPD und die Union skeptisch. Auch die Linkspartei will aber keinen Untersuchungsausschuss. Bedeutet, dass da nur zwei Oppositionsparteien, geradewegs die größte und die, ich glaube, zweitgrößte Oppositionspartei oder eine drittgrößte, ich weiß es gar nicht mehr, nun einen U-Ausschuss haben wollen. Ob er kommen wird oder nicht, das wird man halt auch schauen. Mit einer Sondersitzung ist es aber noch lange nicht getan, denn nach den Befragungen von Seehofer und Kort soll es nun eine weitere geben. Zunächst werde aber auch noch besprochen, wer eingeladen werden sollen. Vorhin genannte Personen wären eine Möglichkeit, sprich Thomas de Maizière, Frank-Jürgen Weise und Manfred Schmidt. Trotzdem, es gäbe bereits den ein oder anderen Anhörungswunsch, worüber man auch fraktionsübergreifend, also sprich alle Fraktionen des Bundestages sollen darüber dann auch entsprechend beraten werden. Ein Unionspolitiker betonte auch zugleich, ein Innenausschuss soll kein Untersuchungsausschuss sein. Trotzdem, man will halt Fragen klären, die halt durch den ganzen Skandal halt auch aufgerissen wurden. Und das könnte noch entsprechend lange dauern mit dem BAMF. Ja, schlimm sowas, könnte man wirklich sagen. Schlimm sowas mit dem Bundesamt für Migration. Ja, damit sind wir auch, das ist jetzt die Kamera. Wir sind damit jetzt auch durch für heute hier bei Update Politik. Morgen gibt es Update Sport an dieser Stelle um 15 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Und morgen gibt es gleichzeitig um diese Uhrzeit, dann schon eine Stunde früher, das große Nerdstar TV FIFA 18 Turnier. Meine Wenigkeit und der Lars, der hier bei Dercho TV ist, werden mit dabei sein. Ich trete mit dem Land Russland an und werde entsprechend mit euch selbstverständlich dann hoffentlich mitfiebern, dass wir das auch schaffen. Ich kann schon mal so viel sagen, ich bin ein Noob, was das in FIFA angeht. Sehr wenig gespielt, wenn auch gar nicht. Morgen um 14 Uhr dann auf twitch.tv/nerdstartv, da werden wir euch nochmal im Laufe dieses Freitages, aber auch morgen vor 14 Uhr euch nochmal darauf hinweisen, sogar auf Instagram und auch auf unseren anderen Social Media Kanälen. Ja, dann gibt es noch einen Hinweis auf Sonntag. Das WM-Update steht auch an im Zuge des FIFA-Turniers, aber werde ich wahrscheinlich den entsprechenden Plan auch nicht einhalten können. Morgen, beziehungsweise nicht morgen, sondern Sonntag entsprechend schon pünktlich zu Hause zu sein, um halt das WM-Update auch pünktlich um 15 Uhr online zu bringen. Das Ganze wird sich also ein bisschen verzögern. Weitere Infos dazu gibt es dann halt auch auf unseren Socials. Ich habe da gerade mal ein bisschen durchgeblendet, wo ihr uns erreichen könnt und auch Fragen stellen könnt per E-Mail, aber auch über die Socials sind wir erreichbar auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auch ganz normal klassisch auf YouTube unter die Kommentarspalten. Da könnt ihr uns auch natürlich Fragen stellen, nicht nur bezüglich zu den Themen, sondern auch, was sonst noch so ansteht. Am Sonntag wird definitiv das WM-Update stattfinden. Wenn die erste Sendung nicht direkt um 15 Uhr starten wird, dann halt um 16, 17 oder 18 Uhr. Definitiv soll das stattfinden. Sollte es doch zu einem Ausfall kommen, entschuldige ich mich dann schon mal im Voraus dafür, dass die Sendung dann halt am Sonntag nicht laufen wird. Dann werden wir ein kleines Thema WM-Spezial dann am kommenden Donnerstag nächste Woche dann auch durchführen. So, und damit sind wir dann auch am Ende für heute. Dann kann ich jetzt auch die richtige Grafik einblenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Update Medien um 15 Uhr, wie schon gesagt. Und am Sonntag gibt es dann das WM-Update. Hoffentlich. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Samstag, schönen Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. Naja, bis dann. Tschüss.